Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flash News, nämlich genau gesagt zu der Folge 72 für den April 2024. Und als allererstes fangen wir mit der Nintendo Switch an, denn für die ist mal wieder ein Update erschienen auf die Version 18.0.0. Für die Endnutzer sollte da keine größere Neuerung sein, aber es gab wieder unter der Haube einige Updates, weshalb die Atmosphere Custom Firmware erstmal nicht kompatibel war. Inzwischen ist sie in einem Pre-Release kompatibel, aber eine komplette oder eine Hauptversion gibt es für die Firmware aktuell noch nicht. In dem Zusammenhang ist es auch problematisch, dass Pegascape down ist. Zur Erinnerung, das war quasi die einzige Möglichkeit, Nintendo Switch-Konsolen, die gepatcht sind, auf eine Firmware von 4.0 bis 4.1.0, also 4.0.0 bis 4.1.0.0 zu hacken, ohne dass man dafür ein Modchip braucht. Und da die Seite jetzt down ist, muss man das Ganze dann leider selber hosten. Also für die Leute, die noch davon betroffen sind, zu denen ich übrigens zähle, ist das leider ziemlich unpraktisch. Dann wurde noch ein Klon für die Mix Switch angekündigt. Nochmal so zur Erinnerung, die Mix Switch ist eine Flashkarte für die Nintendo Switch, die Nintendo Switch-ROMs von einer SD-Karte aus abspielen kann. Und für die gibt es jetzt eben einen Klon mit dem Namen Unlock Switch. Das Ganze scheint ein 1:1 Klon zu sein. Mal schauen, wie schnell das Ganze dann rauskommt und ob das vielleicht die Verfügbarkeit der Mix Switch verbessert. Dann kommen wir zu den Spielen, die delisted wurden. Nämlich wurde erstmal das Spiel The Crew von Ubisoft aus dem Uplay Launcher bzw. aus Ubisoft Connect Accounts entfernt. Genau genommen gibt es das Spiel auch noch in den Accounts, aber es gibt den Fehler, dass es keinen Zugriff mehr auf das Spiel gibt. Und das ist insofern problematisch, als dass, falls es mal alternative Server geben sollte, also falls man vielleicht mal auf irgendwelchen eigenen Servern das Spiel spielen können sollte, weil Leute eben die Serverinfrastruktur davon herausfinden, dass es dann eben nicht mehr möglich ist, das Spiel zu nutzen oder dass es damit dann eigentlich nicht mehr spielbar ist, weil eben der Zugriff durch den Launcher dadurch gesperrt ist. Also das finde ich ziemlich schade. Ich habe das jetzt, also ich bin davon auch betroffen, weil ich das Spiel auch habe, aber andererseits habe ich es kostenlos bekommen. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem eben problematisch, wenn ein Publisher einfach so die Spiele wegnimmt. Vor allem für die Leute, die dann dafür auch wirklich Geld bezahlt haben. Dann kommen wir auch noch zu Teenage Mutant Ninja Turtles, zu der Cowabunga Collection. Die wurde delisted, aber nur in Japan. Das heißt, in Japan kann man sich das Spiel oder die Software, die Kollektion von alten Teenage Mutant Ninja Turtles Spielen, leider nicht mehr kaufen. Damit kommen wir zu dem Nintendo DS, denn ich habe ja bereits in einigen Flash News Folgen die DSP-Q DS Flashkarte erwähnt. Das ist eine Nintendo DS Flashkarte auf der Basis eines RP2040 Chips und nun hat ein Nutzer mit dem Namen Luma an dem Ben-Ven Discord ein Bild der Leiterplatte gepostet. Man kann da einen Micro-SD-Schacht sehen, es wird also quasi eine relativ klassische DS-Flashkarte werden. Außerdem gibt es einen USB-Anschluss, eine Taste und zwei LEDs. Bei dem Raspberry Pi Pico wird die Taste normalerweise genutzt, damit der neu geflasht werden kann, also damit neuer Code per USB auf das Gerät geschrieben werden kann. Von daher scheint es so, als wäre die Karte auch per USB aktualisierbar. Ebenso wurde der Quellcode zu einem weiteren Projekt, zu einer auf einem STM32-Chip basierenden Nintendo DS-Flashkarte auf GitHub veröffentlicht. Da scheint bisher nur ein 1:1 Cartridge-Klon zu sein, das heißt ein Menü oder über Patches für Spiele gibt es bisher noch nicht und ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus noch wird, denn vielleicht wird es dann auch eine gute Konkurrenz zur DS Pico. Damit können wir noch zu einer etwas älteren News, denn es gibt eine Camcorder Homebrew von Epic PKMN11. Damit kann man auf dem Nintendo DSi Filme oder Videos aufnehmen. Leider ist die Framerate dort sehr niedrig und es gibt vermutlich keinen Ton. Und man muss die Videos, nachdem man sie aufgenommen hat, auch erstmal mit dem extra Tool nochmal konvertieren. Aber grundsätzlich ist es eben möglich, mit einer schon etwas älteren Homebrew Videos auf dem DSi aufzunehmen. Die ist mir bisher nur irgendwie durch die Finger gegangen, weil das Ganze ein Fork von der DSi Kamera Homebrew Anwendung ist. Aber Videos gibt es oder Videos kann man dann eben mit dieser besonderen Version auch aufnehmen. Und dann gibt es noch eine neue DS Homebrew, denn zum 1. April hat der Entwickler von der Silver Falls Serie Silver Falls Miracle Makeout Mania veröffentlicht, was ein Simulator ist, um zwei der Silver Falls Figuren zu daten. Das Ziel ist es, sie dazu zu bringen, dass sie sich küssen wollen und dann kann man eben den DS zuklappen und dann funktioniert es entweder oder es funktioniert nicht. So ist die Idee ganz lustig und ein Blick ist das Spiel auf jeden Fall mal wert, von daher der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dann wurde auch noch der Quellcode von dem GBAX Payloader veröffentlicht. Das ist eine Homebrew von Rudolph, mit der Game Advance Spieler auf Game Advance Expansion Packs, wie die von Even und das It's the Flash 3.1 Expansion Pack geschrieben werden können. Das Ganze finde ich besonders spannend, weil viele GBA-Module von ihm unterstützt werden, also verhältnismäßig viele.
Und dann gibt es noch eine Neuerung für die PlayStation Vita, denn der, oder ein Superhot-Klon, VitaHot, ist der Entwicklung und der wird geschrieben von M.R. Kane und Tigradi. Damit kommen wir noch zu den Retro-News, denn es gibt eine neue Homebrew oder einen neuen Port von dem Spiel Geometry Dash auf das NES bzw. das Famicom. Das Ganze trägt den Namen Famidash und wurde von Kanda Wuntu veröffentlicht oder entwickelt. Dann gibt es noch einen neuen Modchip für die Xbox, der auch auf einem Raspberry Pi Pico basiert, genauso wie die DS Pico Flashkarte mit dem Namen ModXO, mit dem man dann eben seine Xbox, also die originale Xbox modden kann. Dann gibt es noch ein Homebrew-Spiel, nämlich Demons of Astaborg, das ursprünglich für den Sega Mega Drive erschienen ist und das bekommt jetzt einen Game Boy Advance Port. Aktuell läuft eine Indiegogo-Kampagne dafür, für die auf Demons of Astaborg DX-Variante hörende Version. Es gibt dafür schon eine spielbare Demo und der Link ist dazu, wie natürlich zu allen Homebrews, in der Videobeschreibung. Und es gibt auch eine neue Game Homebrew, nämlich Kurzu. Das sieht so ein bisschen aus, als würde ein Landwirtschaftssimulator auf einen RPG treffen. Wir haben ja auch bereits in der Flash News schon einige Male über FPGA-Systeme gesprochen. Falls du nicht weißt, was das ist, werde ich noch ein Video dazu in der Infokarte verlinken. Und für den Analog Pocket, was eine Art Gameboy-Klon auch mit FPGA-Technik ist, gibt es nun einen C64-Core. Das heißt, mit dem kann man jetzt Spiele für das Commodore 64 abspielen. Das Dateiformat ist ein bisschen merkwürdig, also nur ein Bruchteil meiner Spiele konnte ich daran konvertieren. Und außerdem ist das Ganze noch nicht einfach benutzbar. Also zum Laden von Spielen werden einige Schritte benötigt, aber immerhin lassen sich jetzt C64-Spiele auf einem Analog Pocket spielen. Und dann gibt es auch noch ein Firmware-Update für den Analog Duo, was ein TurboGrafx-16-Klon ist, der einige Fixes für Spiele hat. Das war es dann aber mit den News für diese Folge. Tatsächlich gar nicht mehr so viele. Wenn ich irgendwas übersehen haben sollte, kannst du mir dazu gerne einen Kommentar dalassen. Aber dann vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.